Ja, ich habe jetzt mir 37 Adressaten rausgesucht und schicke denen unseren persönlichen Weg, unseren Weg der Familie Pritschau, in Zukunft mit den Mastschweinen umzugehen, mit den Ebern umzugehen. Wir haben uns intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und gemeinsam entschlossen, auf die Kastration zu verzichten. Einfach aus dem Grund heraus, dass es einmal viel Arbeit ist, Ferkel zu kastrieren. Man sieht durchaus das Risiko, dass Wundinfektionen kommen können. Und wir haben uns deshalb gemeinsam entschlossen, den Weg der Immunokastration voranzutreiben in unserem Betrieb. Wir haben diesen Weg natürlich nicht ohne Vorbereitung jetzt begangen, sondern ich habe zunächst, weil die Vermarktung natürlich sehr, sehr wichtig ist, ich kann nicht etwas produzieren, was nicht vermarktbar ist, habe ich unsere Vermarktungsorganisation, die SVG in Rendsburg, beauftragt, ab Mitte 2019, also ab voraussichtlich Juli, wöchentlich ca. 100 Improvac-Eber zu vermarkten in meinem Auftrage. Herr Heinrich, der Geschäftsführer, hat sich unmittelbar mit dem Auftrag befasst und hat alle für ihn erreichbaren Schlachthöfe angefragt. Wie erwartet sind bisher nur Absagen gekommen. Ich bin gespannt, wie sich die Vermarktung nachher in der Praxis gestalten wird. Wir haben uns aber wirklich, wir machen jetzt ernst. Diese Ferkel werden nicht mehr kastriert und dann als Eber in der Ferkelaufzucht aufgestallt und entsprechend auch nachher in unserem Maststall in Großsiems zunächst als Eber aufgezogen. Und ich habe auch Kontakt eben zu der Firma des Impfstoffes aufgenommen. Die haben mir eine praktische Unterstützung zugesagt. Insofern werde ich und auch unser Mitarbeiter dort angeleitet in dem Umgang mit dem Impfstoff und auch mit dem fachgerechten Impfen. Ich bin wirklich gespannt, was sich in den nächsten Monaten entwickelt. Ich habe natürlich für uns auch irgendwo einen Plan B entwickelt, dass die Eber im Zweifelsfalle eben die zweite Impfung nicht bekommen und insofern als ganz normale Eber am Schlachthaken landen könnten. Wobei das wirklich dann der schlechtere Weg ist für unser Produkt.